Meine sehr verehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist endlich soweit. Nach langer, hartnäckiger Forschungsarbeit, auch auf Initiative meiner Wenigkeit, wurde nun neben unserem bewährten Herbex auch unser neues, revolutionäres Produkt Hylex zur Marktreife gebracht. Hylex ist eine große Innovation, denn es wirkt im wahrsten Sinne des Wortes radikal, bis in die tiefste Wurzel. Und, besonders wichtig, nachhaltig. Eine fundamentale Schranke der Zivilisation und Urbanisierung wird weggesprengt. Und die ständige Sorge, dass wir mit unseren modernen urbanen Freiheiten wieder von einer wuchernden und unseren kreisenden Vegetation eingesperrt und erstickt, erdrückt, bis hin verschlungen werden, löst sich auf. Linda. Marc! Es war so schwer, dich zu finden. Was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Hast du kurz Zeit? Nein, ich muss zur Arbeit. Es ist wirklich wichtig. Linda, ich muss los. Du kannst nicht einfach so vor meiner Tür auftauchen. Ich bin deine Schwester. Ja. Und was? Es geht um Papa. Er will dich sehen. Jetzt plötzlich, ja? Er ist krank. Wo ist er denn? Zu Hause natürlich. Linda, ich gehe ganz bestimmt nicht zurück an diesen Ort. Wieso denn nicht? Wir haben noch voll viel Spaß. Linda, ich gehe da nicht hin. Es gibt ja wohl noch wichtigere Sachen als deine Arbeit. Was ist dein Papa? Es geht ihm wirklich schlecht. Wieso ist er dann nicht im Krankenhaus, wenn es ihm so schlecht geht? Mama kümmert sich um ihn, wie immer. Es ist ihm so wichtig, dass du kommst. Ich schalte ihn ganz schön früh ein. Linda? Ja? Kannst du das Fenster zumachen? Nein. So, Linda, mach bitte das Fenster jetzt zu. Ich finde, dieses Rauschen stört mich in den Ohren und ich mag das einfach nicht. Bitte. Jetzt wird's wieder richtig schön, guck mal. Halt! Was denn? Wir müssen hier rein. Wie? Wieder rein? Ja, wir müssen da lang. Linda, schau dir das mal an. Das ist ja nicht mal ein Weg. Klar, das ist am schnellsten nach Hause hier. Ich fahr da nicht rein. Du kannst ja zu Fuß gehen, wenn du willst. Okay. Dann gehe ich jetzt zu Fuß und wir treffen uns am Haus. Ja, okay. Dann gehst du zu Fuß. Okay. Linda, mach kein. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Aber beeil dich, ja? Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Linda, du kannst mich doch. Linda, warte! Warte! Hey, du kannst mich doch nicht hier allein lassen! Linda!
Jetzt links abbiegen. Thank you.
Schau mal, Marc ist da.